Hi, ich bin Tina oder auch Frau Doktor und ich bin Autorin des Buchs Intuitiv gesund, werde dein eigener innerer Arzt. Und ich möchte heute mit dir über 5 fatale Gesundheitsirrtümer sprechen. Erstens, mein Arzt macht mich gesund. Falsch, dein Arzt repariert dich. Aber die Heilung übernimmt dein eigener Körper. Gleichzeitig zeigt die Aussage, dass du die Verantwortung für deinen Körper an deinen Arzt abgibst. Dadurch schneidest du dich von deinem eigenen Körper ab. Wenn du langfristig gesund werden willst, solltest du deinen eigenen Körper kennen und verstehen lernen. Zweitens, ich bin abhängig von Medikamenten. Ist ein Glaubenssatz. Wenn du glaubst, dass du abhängig von Medikamenten bist, dann bist du abhängig von Medikamenten. Fakt ist, wir können uns selber aussuchen, was wir glauben möchten. Drittens, im Krankenhaus werde ich gesund. Das ist falsch. Im Krankenhaus bist du repariert. Wahre Heilung passiert dort nicht. Für wahre Heilung musst du dich selbst auf den Weg machen, und zwar zu dir selbst. Viertens, meine Krankheit ist unheilbar. Das ist schon wieder ein Glaubenssatz. Wenn du glaubst, dass deine Krankheit unheilbar ist, dann versperrst du dir selber den Weg zur Heilung. Und fünftens, wer gesund hat oder wer gesund bleibt, hat Glück. Das ist falsch. Gesundheit ist der normale Zustand unseres Körpers. Wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind, dann sind wir automatisch gesund. Mehr zu all dem erfährst du in meinem Buch Intuitiv gesund, werde dein eigener innerer Arzt.